Mit Metal Gear Solid 5 Phantom Pain und Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes wurde die Metal Gear Reihe von Hideo Kojima beendet. Später gab es zwar noch Metal Gear Survive, aber dazu muss ich glaube ich nichts sagen. Bei den Vorgängern gab es auch schon einige interessante Dinge und auch beim fünften Teil gibt es einiges zu erzählen. Wie über den Streit zwischen Konami und Hideo Kojima, der Kritik wegen sexueller Gewalt oder gestrichenen Inhalten, die wegen dem Problem wohl nicht fertig wurden. Also fangen wir an mit der Game Trivia zu Metal Gear Solid 5 Phantom Pain und Ground Zeroes, aber zuerst wie immer das Intro. Bevor man mit der Entwicklung zu Metal Gear Solid 5 begann, wollte man zuerst die technische Grundlage dafür schaffen. Das hatte den einfachen Grund, dass man es den Entwicklern damit einfacher machen wollte, Spiele für mehrere Plattformen zu entwickeln. Die Vorgänger wurden nur für eine Plattform entwickelt, wie zum Beispiel Metal Gear Solid 4, das nur für die PlayStation 3 veröffentlicht wurde, weil es zu viel Arbeit gewesen wäre, es auch noch für andere Plattformen zu entwickeln. Die Lösung, die Konami dafür hatte, war die Fox Engine, die Kojima Productions entwickelte. Die Arbeit daran begann gleich nach Metal Gear Solid 4. Die Engine machte es einfacher, die Spiele für mehrere Plattformen zu entwickeln. Benannt hat man die Fox Engine nach der Militäreinheit Foxhound, die aus der Metal Gear Reihe stammt. Mit der Engine sollten alle Entwicklerstudios von Konami Spiele entwickeln. 2011 zeigte man auf der E3 eine erste Grafikdemo und ab diesem Moment spekulierten Fans wegen einem neuen Metal Gear Solid Spiel. Hideo Kojima verstärkte diese Theorien mit diversen Twitter-Einträgen auch noch. Wie zum Beispiel diesem Bild. Der Mann vor dem Panzer erinnerte viele sehr stark an Big Boss. Der erste Titel, den man aber mit der Engine veröffentlichte, war Pro Evolution Soccer 2014. Nach 7 Jahren wechselte man bei der Fußballreihe aber auf die Unreal Engine. Das Ergebnis können wir in eFootball bewundern. Spätestens mit dem Beitrag von Hideo Kojima auf Twitter hörten die Spekulationen um ein neues Metal Gear gar nicht mehr auf. Eine Woche nachdem Kojima das Bild geteilt hatte, gab er CNN ein Interview. Dort erklärte er, dass die Bilder aus einem Spiel stammen, das die Entwickler Project Ogre nennen. Es sollte sich stark von den vorherigen Spielen des Studios unterscheiden, mit zahllosen Möglichkeiten und Entscheidungen, die der Spieler treffen muss. Davon, dass es sich um ein Metal Gear Spiel handelt, sagte er aber nichts. Was die Öffentlichkeit zu diesem Zeitpunkt noch nicht sicher wusste war, dass im Hintergrund tatsächlich an einem neuen Metal Gear Teil gearbeitet wird. Metal Gear Rising habe ich übrigens bewusst bei meinen Videos zu Metal Gear ausgelassen, weil ich mich erstmal um die Hauptreihe kümmern wollte. Dazu werde ich in Zukunft bestimmt auch noch ein Video machen, wenn euch das Video also gefällt und ihr das nicht verpassen wollt, lasst gerne ein Abo da. Aber genug Eigenwerbung, weiter geht's. Die Idee für das neue Spiel hatte Kojima seit 2006, als man Metal Gear Solid Peace Walker für die PSP veröffentlichte. Das war zwar nämlich ein finanzieller Erfolg und auch technisch für ein Handheld-Spiel durchaus beachtlich. Das Entwicklerteam konnte aber viele Dinge nicht umsetzen und nur einen kleinen Teil der Geschichte, die Kojima schrieb, ins Spiel bringen. Wegen der limitierten Hardware wurde vieles in Peace Walker nicht umgesetzt. Und als Peace Walker veröffentlicht wurde, plante Hideo Kojima bereits den finalen Teil seiner Metal Gear Solid Saga, der alles, was zuvor war, übertreffen sollte. Seit dem Vorgänger hatten sich laut Hideo Kojima aber die AAA-Videospiele verändert. Durch mehr Freiheiten wie eine Open World und die Metal Gear-Reihe musste sich anpassen. Dafür schaute man bei Kojima Productions über den Tellerrand und rekrutierte nicht nur Entwickler aus Japan, sondern der ganzen Welt. Kojima wollte aber nicht nur das Team verändern, sondern auch sein eigenes Storytelling. Denn er war der Meinung, dass Metal Gear 5 von einer neuen Generation Gamer gespielt wird, die nichts mit seinen ausschweifenden Zwischensequenzen anfangen können und lieber ihre eigenen Erfahrungen im Spiel machen wollen. Für mich übrigens einer der Gründe, warum Metal Gear Solid 5 Phantom Pain der schwächste Teil der Reihe ist. Schreibt aber gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Es gab noch eine Änderung, die Hideo Kojima vornahm, die bei den Fans aber sehr gemischt aufgenommen wurde. Anstatt den üblichen Synchronsprecher David Hayter für die Rolle als Snake zu verpflichten, hörte er auf den Vorschlag des Filmproduzenten Avi Afrad und bot Kiefer Sutherland die Rolle an. Kojima erklärte diese Entscheidung damit, dass er für die Rolle jemanden wollte, der Snake mit Gesichtsausdrücken und dem Tonfall Charakter verleiht und nicht mit gesprochenen Worten.
da es sich ja entschied, dass Snake weniger sprechen würde. Die japanische Sprachfassung wurde aber nicht verändert, hier übernahm wieder Akio Otsuka die Rolle. Das hatte er auch schon in den Vorgängern gemacht. Trotzdem gab es auch eine Änderung, was die japanische Sprachfassung betrifft. Im Gegensatz zu den Vorgängern wurden die Sprachaufnahmen und die Motion Capture Aufnahmen mit englischsprachigen Darstellern aufgenommen und die japanische Fassung über die englische synchronisiert. Bei den Vorgängern wurden die Gesichtsausdrücke noch an die jeweilige Sprache angepasst, im fünften Teil wurde die japanische Version aber durchaus etwas vernachlässigt. Jetzt kommen wir mal zu der Spieleankündigung. Die zeigt nämlich, dass Hideo Kojima selbst dabei nicht den einfachen Weg geht. Im August 2012 war es dann soweit und Konami kündigte Metal Gear Solid Ground Zeroes zum 25-jährigen Jubiläum der Metal Gear-Reihe an. Worum genau es sich dabei handele, sagte man nicht. Hideo Kojima gab nur bekannt, dass Metal Gear Solid Ground Zeroes der Prolog für ein viel größeres Metal Gear-Spiel sein wird. Im Dezember 2012 wurde bei den Spike Video Game Awards das Spiel The Phantom Pain vom schwedischen Entwickler Moby Dick Studio unter der Leitung von Joachim Rogren angekündigt. Schon beim Trailer stellten die Leute Vermutungen an, dass es sich dabei in Wirklichkeit um ein Metal Gear Spiel handeln könnte, unter anderem weil es nach der Fox Engine aussah und der Charakter Ähnlichkeiten mit Big Boss hatte. Außerdem war der Name Joachim ein Anagramm von Kojima. Im März 2013 gab ein stark bandagierter Joachim Rogren im Rahmen von Game Trailer TV ein Interview, das damit endete, dass bestätigt wurde, dass das Spiel in der Fox Engine läuft. Circa zwei Wochen später beendete Kojima die Rätsel rund um das Spiel und gab bekannt, dass man selbst hinter Moby Dick Studio steht und es sich bei der Phantom Pain um Metal Gear Solid 5 handelt. Wegen dieser Art, wie Hideo Kojima sein Spiel ankündigte, gab es letztes Jahr auch lange die Vermutung, dass das Horror-Game Abandoned von Blue Box Game wieder eine Marketingstrategie von Kojima ist. Mit welchen abstrusen Theorien die Fans das teilweise herleiten, kann man ganz gut in einem Game 2 Video verfolgen, das ich unten in der Beschreibung verlinke. Das alles aufzuzählen, würde für das Video hier zu lang dauern und passt hier eigentlich auch nicht rein. Hideo Kojima erklärte die verwirrende Ankündigung übrigens damit, dass man die Reaktion der Leute auf die Fox Engine sehen wollte, ohne dass der Name Metal Gear darauf Einfluss nimmt. Dass man Metal Gear Solid Ground Zeroes und Phantom Pain nicht zeitgleich veröffentlicht, war zu Beginn eigentlich gar nicht geplant. Da die Entwicklung zu Phantom Pain aber länger dauerte als gedacht, entschied sich Kojima, Ground Zeroes früher als Phantom Pain zu veröffentlichen. Die Verkaufszahlen von Metal Gear Solid Ground Zeroes waren durchaus zufriedenstellend für Konami, als es 2013 veröffentlicht wurde, wurde aber von einigen Leuten kritisiert, wie zum Beispiel Lucio Brand. Die kritisierte nämlich den Einsatz von sexueller Gewalt als Handlungsinstrument. Die wurde nämlich über sammelbare Sprachbände erzählt, in denen der Spieler dabei zuhört, wie Paz gefoltert und sexuell missbraucht wird. Und dass der minderjährige Chico dazu gezwungen wird, mit Paz zu schlafen, macht das Thema im Spiel nicht einfacher. Next. Dadurch, dass die Geschichte über die sammelbaren Kassetten erzählt wurde, wirkt das Ganze laut vieler Kritiker wie eine Art Belohnung für den Spieler. In einem Interview erzählte Hideo Kojima, dass er sich nicht sicher war, ob man Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes veröffentlichen sollte. Sein Ziel war es, Themen anzusprechen, die stark polarisieren und als Tabu gelten. Für ihn sei es nicht einfach gewesen, weil er der kreative Kopf hinter dem Spiel war und diese Themen ansprechen wollte, aber gleichzeitig auch der Produzent war, der Inhalte abschwächen musste, um so viele Kopien wie möglich zu verkaufen. Er war der Meinung, am Ende setzte sich aber das Kreative durch und sein Ansatz war Priorität der Kreativität vor dem Verkauf. Eine Inspirationsquelle für seine Kreativität finde ich dabei ganz interessant. In Ground Zeroes wird der Lens Flare Effekt, also der Lichteffekt, der so wirkt, als würde man durch eine Kameralinse schauen, sehr ausgiebig genutzt. Diese Idee hatte Kojima durch die Musikvideos der Pop-Idol-Gruppe AKB48. Hier wird der Lens Flare Effekt nämlich häufig verwendet. Dass eine Idol-Gruppe Einfluss auf Metal Gear hatte, finde ich ganz witzig. Zwei Jahre nach der Veröffentlichung von Ground Zeroes wurde Phantom Pain veröffentlicht und wurde von den meisten Kritikern sehr positiv aufgenommen. Mit der Zeit entdeckten Spieler aber immer mehr Spielinhalte, die wohl aus Zeitgründen entfernt wurden, wie zum Beispiel die Mission 51 mit dem Namen Kingdom of the Flies.
Die meisten Kritiker waren sich einig, dass die Missionen die Handlung wohl zufriedenstellender beendet hätte und die Handlungsstränge besser verbunden hätte. Nach dieser Entdeckung fand man auch noch Dateien, die auf ein drittes Kapitel mit dem Namen Peace hindeuten, das im Hauptspiel nicht auftauchte. Man fand auch diverse andere Dinge in den Dateien, die auf fehlende Gameplay-Mechaniken und Audiodateien hindeuten. Dass Inhalte fehlen, wurde aber von niemandem offiziell bestätigt. Während einem Interview zu seinem neuen Spiel, das sich später als Death Stranding herausstellte, betonte Hideo Kojima aber extra, dass es sich um ein komplettes Spiel handelt. Wegen dieser Aussage kann man also durchaus schlussfolgern, dass Kojima sein Spiel nicht so beenden konnte, wie er es eigentlich wollte. Im September 2015 wurde Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain veröffentlicht. Doch bereits ab März 2015 wurden die Spielezeitschriften von nur einem Thema beherrscht, dem Streit zwischen Konami und Hideo Kojima. Im März gab Konami bekannt, das Unternehmen umzustrukturieren. Im Zuge dessen wurden alle Verweise von Kojima Productions von den Metal Gear Produkten entfernt und Kojima Studio in Los Angeles wurde in Konami Los Angeles Studio umbenannt. Gleichzeitig eröffnete man einen neuen Metal Gear Solid Twitter Account ohne Verweise zu Hideo Kojima. Am selben Tag twitterte Kojima ein Foto einer Akte, die bestätigte, dass er ab 1. April kein leitender Angestellter bei Konami mehr ist. Ab diesem Moment machten die Gerüchte die Runde, dass Kojima nach der Phantom Pain Konami verlassen wird. Zu Beginn bestritt Konami das noch und sagte, dass Kojima und sein Team weiterhin für die Firma arbeiten würden. Ein anonymer Mitarbeiter berichtete aber, dass Kojima und seine Mitarbeiter nur noch als Vertragsmitarbeiter für Konami tätig sind und Konami die E-Mail- und Telefonsysteme von Konami für sie gesperrt hätte. Außerdem erzählte er, dass die leitenden Mitarbeiter wie Kojima geplant haben, sich nach dem Release von The Phantom Pain von Konami zu trennen. Später wurde auf der Metal Gear Homepage aber geschrieben, dass Kojima und das Team zumindest bis zum Release von Phantom Pain Teil der Firma sind. Kojima erklärte im Zuge dessen, dass er immer noch zu 100% in The Phantom Pain involviert sei. Die Schauspielerin Donna Burke, die in Metal Gear Solid 5 involviert war, schrieb in einem Posting, dass Konami Hideo Kojima gefeuert hat, doch Konami bestritt diese Aussage und Burke widerrief daraufhin ihre Aussage. Für viele galt Konami hier schon als der Böse, doch mit ihrer Aktion bei den Game Awards 2015 machte sich Konami endgültig zum Bösen in der Geschichte. Die Anwälte von Konami hinderten Hideo Kojima daran, die gewonnenen Preise entgegenzunehmen. But unfortunately he was informed by a lawyer representing Konami just recently that he would not be allowed to travel to tonight's awards ceremony to accept any awards. He's still under employment. Als Ersatz für Kojima übernahm Kiefer Sutherland diese Aufgabe. Was genau im Hintergrund ablief, wissen wir bis heute nicht und das werden wir wohl auch nie. Vielen Berichten zufolge fühlte sich Kojima von Konami in seiner Kreativität eingeschränkt. Und für Konami dachte Hideo Kojima wohl nicht wirtschaftlich genug. Das bestätigt auch eine Aussage von Rika Muranaka, der erzählte, dass 30 Songs, die Kojima in Auftrag gegeben hatte, nicht mal ins Spiel kamen und damit unnötige Kosten entstanden. Am Ende kann man nur sagen, dass es schade ist, dass eine legendäre Reihe wie Metal Gear Solid mit einem Streit endete, der den Abschluss der Reihe oft überschattet hat. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Damit bin ich mit den Videos zu der Metal Gear Reihe durch, zumindest mit den Hauptteilen. Ein paar der Spieler bekommen vielleicht noch Videos. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Abo da und ich hoffe, wir sehen uns bei meinem nächsten Video. Bis dahin.